Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute mal wieder aus dem Heimstudio. Aber keine Sorge, wir werden auch später ein wenig ins Gym abtauchen. Heute nehme ich Bezug auf die Kommentare eines meiner letzten Videos, das ihr scheinbar nach den Views zu folgen ganz gut fandet. Aber ganz zum Schluss habe ich etwas gegen eine Übung gesagt, beziehungsweise es nur angedeutet und wollte nichts dazu sagen. In dem scheine ich jetzt nicht zu entkommen. Ich muss wohl was dazu sagen. Aufgrund einiger netter Nachfragen, aber allen voran möchte ich einmal vorher vor allem die intelligenteste Antwort herauskristallisieren. Die hatte nämlich Gabriel Faris. Gabriel Faris hat geschrieben, wenn du ernsthaft der Meinung bist, dass Planks sinnfrei wären, dann hast du diesbezüglich nicht ausreichend Ahnung. Ansonsten würdest du solch eine dumme Aussage nicht machen. Ich verstehe absolut jedes einzelne Argument in deinem Kommentar. Es ist stichhaltig, es ist wissenschaftlich gut begründet und definitiv muss ich da ein wenig weichen. Vielen Dank für diesen wirklich sinnvollen Beitrag. Hier werde ich jetzt nochmal erklären, was denn an den Planks nicht so ganz cool ist, beziehungsweise was daran einfach eine schlechte Übung ist. Es gab auch noch andere Fragen von euch, wie zum Beispiel von Patrick. Wieso wurde nichts zu den Planks gesagt? Das hätte mich am meisten interessiert. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Wieso sie nicht richtig sinnig sind. Schon besser vorgetragen. Von Fan T. Plank ist die beste Übung für einen stabilen Rumpf. Nein, ist sie nicht. Und das aus den Gründen, die du gleich erfahren wirst. Planks und noch von Nusella. Planks sind eine Reha-Übung. Kann man sicher noch auch zu Hause machen. Sehe aber nicht, was falsch ist, auch im Studio zu machen, wo gegebenenfalls durch andere Übungen eine Vorermüdung im gesamten Chorbereich hat. Mir hilft die Übung bei meiner Spondylolisthese, Gleitwirbel in Spinalkanal verengen und hat somit 100% Berechtigung. Nicht ganz, denn auch da würde etwas Besseres helfen. Aber gut, kommen wir mal dazu. Es gibt vor allem zwei wesentliche Punkte und es gibt bereits schon ein Video, in dem ich mal über die Instagram-Übung Planks gesprochen habe. Und deswegen nun ein wenig mehr Worte zu dem Plank. Es ist nicht eine schlechte Übung. Es ist eine absolut, ja, leider oft hirnlos gemachte Trendübung aus der Instagram-Zeit. Also wer sich tatsächlich mit Instagram-Fitness-Tipps abfinden möchte, um damit fit zu werden, stark zu werden, Muskeln aufzubauen, nun gut, der kann natürlich gerne weiterhin solche Trendübungen machen wie Planks. Grundsätzlich muss ich hier vorab sagen, dies hier ist ein Kanal, wo es um Effizienz geht. Vor allem im Sinne des Bodybuildings, Muskelmassen antrainieren. Und wenn hier schon viele Leute sagen, der Plank hilft bei irgendwelchen physiotherapeutischen Maßnahmen oder so etwas, trifft das nicht unbedingt ganz den Kanal und auch natürlich die Übung, die ich davor gezeigt habe, denn hier geht es um Muskelaufbau. Aber selbst bei den Reha-Übungen gibt es wesentlich Besseres, denn etwas haben alle Übungen gemein und das werde ich euch gleich nennen. Und das sollten sie zumindest alle gemein haben. Aber auch um sich fit zu halten, um einen stabilen Core zu bekommen, Stabilität ist nicht unbedingt Bodybuilding, aber auch dafür gibt es einfach Besseres. Selbst für die Leute, die irgendwas im Breitensport machen oder sowas im Extremsport machen oder so etwas, selbst für die ist der Plank einfach nicht sinnvoll. Nun ja, aber jetzt gehen wir mal zu einem der Voraussetzungen. Das ist nur ein Teilgrund. Teilgrund deswegen, weil es nicht direkt gegen die Übung spricht, aber gegen die Art, wie sie meistens praktiziert wird. Und zwar sind es zum einen die Begrenzungen des Planks. Wie macht man das? Wie trainiert man den? Trainiert man den 3x30 Sekunden? Trainiert man den 10x30 Sekunden? Wie viele Sätze? Wie viel Sekunden soll man den halten? Jetzt kommt das, was die meisten machen. Die meisten betteln sich da drin, den so lang es geht zu halten. Das heißt, statisch einen Muskel anzuspannen, nicht um einen Millimeter zu bewegen und das möglichst 1 Minute 5, 10. Das ist schon mal absolut blödsinnig und spricht gegen jede Lehre, wie man alleine Muskeln benutzt und auch wofür Muskeln da sind. Gar nicht so sehr, um sie statisch anzuspannen, sondern zu kontrahieren und eine Bewegung damit zu machen. Denn dafür haben wir Muskeln im Körper. Sie sollen eine Bewegung forcieren, die hier schlichtweg nicht stattfindet. Wer das als sinnvoll bezeichnet, würde es auch als sinnvoll bezeichnen, wenn ich einfach alles anspanne und das jetzt so lange es geht durchhalte. So albern das auch aussieht, so albern ist es, denn nichts anderes ist der Plank. Also, wieso setzt ihr euch nicht einfach hin oder stellt euch hin und spannt einfach alles an? 7 Minuten lang. Tja,
hat wahrscheinlich noch keinen Namen, deswegen, oder? Dann muss man dazu sagen, viele nutzen das als die Übung. Bauen das irgendwo in ihrem Aerobic-Kurs ein oder im Heimkurs. Aber selten werden jetzt gezielt die Antagonisten trainiert. Denn wir erinnern uns, es gibt noch ein paar Muskeln mehr. Der Plank bedient nicht alle Muskeln, sondern es gibt für jeden Muskel einen Gegenspieler. Wenn wir den Trizeps benutzen, können wir nicht gleichzeitig den Bizeps benutzen. Außer ich spanne wieder einfach nur den Arm an, aber dann benutze ich nicht so richtig irgendeinen Muskel davon, sondern ich spanne ihn nur an. Benutzen tue ich ihn, indem ich das mache, wofür er geschaffen wurde. Wenn ich den Arm anziehe, ist der Bizeps genau für diese Funktion anatomisch vorgesehen in unserem Körper. Um den Unterarm nach oben zu bringen an meinen Oberarm. Genau dafür wurde er konzipiert. Das gleiche gilt für den Trizeps, für die Gegenbewegung. Sobald wir eine dieser Bewegungen machen, wird der andere Muskel ruhig sein und nichts machen. Und wenn wir den Plank machen, dann haben wir zum Beispiel eher tendenziell den Trizeps drin. Genauso wie tendenziell eher die Brust, weil wir uns darauf stützen. Tendenziell eher den vorderen Delta, nicht aber den hinteren. Und tendenziell haben wir da den Bauchmuskel drin, nicht aber den unteren Rücken. Und so geht es immer weiter. Wir haben nicht zwei Muskeln gleichzeitig drin, denn hier ist ein Zug da, weil wir nun mal gegen die Schwerkraft ankämpfen. Aber was macht ihr mit den anderen? Diejenigen, die Planks ausführen, die Instagrammer da draußen oder die denen folgen für Fitnesstipps, die machen jetzt nicht genau den Rest der Übung, weil sie teilweise noch nicht einmal wissen, dass es überhaupt Antagonisten gibt, die man dazu trainieren muss. Das heißt, so wie er praktisch durchgeführt wird, ist er einfach auch noch negativ für den Körper, weil ihr einfach nur eine Muskelgruppe von beiden trainiert und das verzieht euch ganz schön. Nun ja, lest es gerne mal selbst nach, wenn ihr diesen Worten keinen Glauben schenken wollt. Aber das sind im Prinzip die einfachsten Basic-Lehren, wenn es um Anatomie, Muskeln und auch Muskelaufbau oder Sportkunde geht. Aber jetzt kommen wir zu dem großen Hauptargument. Denn das erste Argument ist etwas, wie es meistens gemacht wird, heißt aber nicht, dass die Übung unsinnig ist, nur weil die meisten nicht die Antagonisten trainieren. Warum die Übung absolut unsinnig ist, und das haben wir schon angedeutet, mit den Maßeinheiten, nachdem wir überhaupt den Plank steigern oder nutzen, ist vor allem, dass er eine, naja, ihr kennt ja, ich fange mal so an, die Range of Motion, ROM. Ein wichtiger Begriff, gerade auch da wieder beim trendigen Fitness-YouTube, wo die Range of Motion so in alle Sphären gelobt und als nötig empfunden, dass man die gesamte Range of Motion nutzt, dass, nun ja, es schon wieder ein wenig übers Ziel hinausgeschossen ist und übertrieben ist. Denn es gibt auch Half-Range-of-Motion-Movements, die richtig gut sind. Nun ja, kommen wir mal aus den ganzen Anglizismen raus und gucken mal, was das hier bedeutet. Hier haben wir eine No-Range-of-Motion. Und eine No-Range-of-Motion ist dann doch etwas wenig. Zur Demonstration gehen wir mal ins Fitnessstudio. Was haltet ihr von dieser Übung? Das ist es übrigens schon. Wer jetzt glaubt, da kommt noch irgendetwas, nein, das ist die Übung. Na, wie bewertet ihr die? Genauso würde das nämlich aussehen, wenn wir nach dem gleichen Trainingsprinzip trainieren würden. Diesmal nur den Bizeps. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Beispiele. So sehen zum Beispiel Klimmzüge aus. Nur ohne Züge. Klimmen. Halter. Für den Latt. Seitheben. Nur mit Heben. Auch eine gute Rückenübung. Ach ja, Bank. Halten. Drücken. Bank. Für die Brust eben. Ja, und der Planksmark, der wird auch diese Übung für den Torso und den Rücken mögen. Schlichtweg heißt das eigentlich nur, wir spannen hier etwas nur an und halten das auch noch. Wer wirklich meint, und das war kein Scherz in dem Fitnessstudio, wer wirklich meint, dass das die effektivsten Übungen sind, so wie es hier ja manche sagen, effektivste Übung für den Rumpf oder dergleichen, wer meint, dass das die effektivste Übung für den Bizeps ist, einfach nur die Stange zu halten, eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten oder die anderen, die dort vorgeführt wurden, okay, trainier das weiter und guck einfach mal, wie weit du kommst. Ich kann dir nur sagen, weder die Natur hat das so vorgesehen, noch ist das irgendwo wissenschaftlich begründet, noch ist das die Bro-Science-Trainingslehre irgendetwas
und noch wirst du damit großartig Muskeln aufbauen. Du verziehst dir deinen Körper und naja, folgst einfach nur einem ziemlich blödsinnigen Trend. Deswegen, der Plank ist einfach unsinnig. Und selbst die therapeutischen Maßnahmen bringt Bewegung rein. Egal wie. Und ihr werdet mehr davon haben, weil das muss der Muskel abkönnen. Genau dafür ist er gemacht. Und wenn er nur in einem Bereich sich anspannen kann, aber nicht in dem Rest, dann hilft das immer nur weniger. Das heißt nicht, dass es gar nichts hilft. Weniger, als wenn ihr natürlich mehr Range zumindest drin habt und ein bisschen Kontraktion. Ein bisschen Bewegung. Nun ja. Gerne könnt ihr das immer wieder alles querlesen, auch mal bei anderen reinhören, was die dazu sagen. Und nun ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Begründung haltet, ob ihr das verstehen könnt. Und vor allem, nun ja, ich bin sehr gespannt auf den Mr. Wie war sein Name? Gabriel Faris. Ob er noch mehr Argumente hat, als in seinem Kommentar schon erwähnt. Nun ja, also dann, wenn euch solche Videos gefallen sollten, wo ich auch nochmal Stellung nehme zu einzelnen Dingen, dann ab. Zeigt es mir mit dem Daumen in die Kommentare. Schreibt mir mehr in die Kommentare, wenn ich was zu anderen Übungen sagen soll. Und nun ja, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Schaut euch mal die anderen Videos an. Und wir sehen uns. Macht's gut, bis bald. Euer Gotti. Und wer nun sehen möchte, wie es besser geht und sogar vielleicht optimal, der kann sich hier die absolut beste Übung für den Torso und die Rumpfstabilisation anschauen. Das ist eine richtige Übung. Könnt ihr das?